Ho, 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 meine Lieben! Mit diesem Video wünsche ich euch eine frohe und besinnliche Weihnacht. Ich hoffe, dass ihr zusammen mit euren Liebsten ein schönes Weihnachtsfest feiern könnt. Mit einer Bescherung und ganz wichtig, mit einem Festschmaus. Lasst es euch schmecken, genießt die gemeinsame Zeit zusammen und seid dafür dankbar. Wir von der Pokémetropole, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, haben an einer kleinen, feinen und auch amüsanten Weihnachtsgeschichte geschrieben, wo jeder aus der Community einen Satz beitragen konnte. Und dann schauen wir doch mal, was dabei herumgekommen ist. Nebenbei bemerkt, das Gewinnspiel zu der Celebrations Top Trainer Box läuft noch bis zum 31. Dezember, weshalb ihr so langsam die Buchstaben suchen, finden und in die richtige Reihenfolge setzen solltet. Alle Informationen dazu sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt erstmal die Weihnachtsgeschichte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir sehen uns um 12 Uhr bei meinem Starterkalendertürchen wieder. Eure Fanza und ciao, ciao. Es begann damals im tief verschneiten Land der Pokémetropole. Das noch junge Snom, was erst vor kurzem in diese Region gezogen ist, sollte heute einen ganz besonderen Tag erleben. Denn nach seinem Einzug hatte er eine rätselhafte Begegnung mit dem mächtigen Eisdrachen Kyurem, der eines Tages vor seiner Haustüre gewartet hat. Es brachte das heldenhafte Hydropi mit, welches mit Snom ein Retterteam gegründet hat. Gemeinsam wollen sie die Welt zu einem besseren Ort machen. Dass dies eine schwierige und zugleich aufregende Aufgabe wird, war allen Beteiligten schnell klar. Denn keine Welt ist so schön, aber auch so voller Gefahren wie die Welt der Pokémon. Zusammen erlebten sie viele Abenteuer und mussten viele Herausforderungen bestehen, bis sie irgendwann herausgefunden haben, dass Mewtwo plante, die Weltherrschaft an sich zu reißen und dass in seiner Welt alle Pokémon ohne Menschen leben sollten. Sie fanden die Idee toll und schließen sich mit Mewtwo zusammen, um gemeinsam über die Welt zu herrschen. Doch es war nicht so einfach, wie sie es gedacht hatten. Botogel wusste, dass Mewtwo auch Weihnachten hasste und versammelte alle Weihnachts-Pokémon aus den hohen Bergen und den tiefen Tälern, um das Weihnachtsfest noch zu retten. Der Plan steht. Botogel packen die Weihnachtsgeschenke, Darmeplex verteilen diese in der ganzen Welt und jedes einzelne Elektro-Pokémon sorgt für die passende weihnachtliche Beleuchtung. Doch das Wichtigste für das Weihnachtsfest, der legendäre, saftige Döner aus der Stadt der Schränke, musste noch besorgt werden. Ansonsten kann Weihnachten dieses Jahr nicht stattfinden. Daher nahm sich das tapfere Absol der Aufgabe an, diesen Döner um jeden Preis zu besorgen. Doch als das Absol beim Dönerladen ankam, lag ein Relaxo vor der Tür. Es schlief, tief und fest. Jetzt stellte sich die Frage in meinem Kopf. Pokeflöte, ja oder nein? Nein, sagte das stattliche Shiny Nachthaarer, denn sie hatten alle keine Hosentaschen, um die Pokéflöte zu transportieren. Hosentaschen? Ha, wer braucht die schon? Trällerte Kangama in die Runde, holte freudestrahlend die Pokéflöte aus seinem Beutel und trällerte los. Es funktioniert und Relaxo steht auf und geht davon. Währenddessen kommt der Dönerladenbesitzer Floink aus dem Laden. Floink war sehr aufgeregt, denn er wurde kurz vorher von Team Rocket überfallen. Diese klauten sämtliche Vorräte und versperrten den Ausgang. Um die kleine, aber bedeutende Mission Döner doch noch mit einem Erfolg zu krönen, mussten sich nun Absol und Kangama erstmal auf den Weg machen, um neue Vorräte zu besorgen. In diesem Moment wussten sie jedoch nicht, dass es durchaus keine gewöhnliche Reise zurück zum Dönerladen werden würde. Auf dem Weg zurück trafen sie nämlich auf ein gerissenes Nidoran, welches als Zoll, um zum Dönerladen zu gelangen, 5 Himbeeren verlangte. Als die Weggebühr bezahlt worden ist, machten sie sich glücklich und mit einem breiten Grinsen im Gesicht auf zum Dönerladen, um die Vorräte zu holen und sich selbst den Bauch vollzuschlagen mit dem besten Döner in der Gegend. Floink lud zu einem großen Fest von exquisiten Dönervarianten ein, um seiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Ende. Und wenn sie nicht besiegt worden sind, dann kämpfen sie noch heute.